So, hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Pokémon Rot. Hi. Ich dachte schon, du sagst gar nichts mehr. Du hast mich hier gerade etwas sitzen lassen. Ich wollte einfach mal da sitzen und gucken, wie du reagierst, wenn jemand neben dir sitzt und du trotzdem das Intro alleine machen musst. Und ich trotzdem das ganze Let's Play alleine machen muss. Ich habe offscreen ein bisschen trainiert, habe leider etwas nicht mitgedacht. Wir müssen noch auf die MS Anne. Ah, ja. Ich habe die Pokémon jetzt schon aufs Niveau der Arena trainiert. Die Problematik ist, dass auf der MS Anne noch Trainer sind. Das heißt, Spaghetto ist auf 22, hat sich übrigens entwickelt. Oh, sehr schön, sehr schön. Vogel auf 20. Suppe auf 23. Sushi habe ich nicht trainiert, weil, ja, ne? Matcha! Yay, Onigiri auf 22 und Kraut auf 20. Das heißt, wir sollten ausgerüstet sein. Und jetzt ist die Frage: Holen wir uns zuerst Blitz? Oder gehen wir zuerst auf die MS an und holen uns da Schneider? Ich würde sagen, wir holen uns zuerst Schneider und dann holen wir uns Blitz. Alles klar. Wundervoll. Wir haben übrigens in der letzten Aufnahme noch ein bisschen mehr verkackt. Es ist natürlich doof, über aktuelle Anlässe zu sprechen, wie den Eurovision Song Contest, wenn die entsprechenden Videos erst frühestens einen Monat später rauskommen. Ja gut, ja. Willkommen auf der MS Anne. Verzeihung, hast du ein Ticket? Großartig, willkommen auf der MS Anne. Bist du schon mal Schiff gefahren? Ja, bin ich. Ja. Regelmäßig sogar schon. Ja, erzähl mal, wohin denn? Also als ich noch jünger war, sind wir jährlich in den Sommerferien nach Amrum gefahren. Oh, Amrum ist toll. Darüber hatten wir es übrigens in dem Let's Play auch schon. Stimmt. Das einzig Schöne an Sylt, die Aussicht auf Amrum ist. Und ja, da bin ich dementsprechend auch schon relativ häufig Ferien gefahren. Ich dir mal ganz kurz was zeigen? Was? Ich demonstriere... Na... Vorführeffekt! Natürlich ist das... Beide haben sich nicht gegenseitig verletzt. Oh. War ähnlich. Oh. Greift weiter an. Ja. Greift weiter an. Fukano kann sich halt so lange nicht wehren in der ersten Generation. Und da ich schneller bin als es, kann ich auch früher wieder Wickel einsetzen. Es ist halt absurd. Du kannst es einfach zu Tode spammen. Es geht halt so lange, bis die Attacke keine AP mehr hat oder mal daneben geht, bis Fukano dann eine Runde Zeit hat, sich zu wehren. Gut, ist jetzt der Vorführeffekt. Im Normalfall geht es nicht so oft daneben, hat eigentlich eine recht hohe Genauigkeit. Eigentlich. Aber ihr seht, Fukano hatte trotzdem so null Chance. Deswegen war es echt angenehm, Spaghetto ein bisschen zu trainieren. Oh, noch eins. Who's that new Pokémon? Nein, ich habe Sushi eingesetzt und nicht Suppe, oder? Na. Sushi! Yay, go for it! Komm schon, eine Attacke mit Sushi, eine Attacke mit Sushi. Sushi wird dann sowieso ausgenockt. Sushi ist one hit. Bin ich mir ziemlich sicher, auch wenn es Fukano ist, das Glut einsetzt. Aquaknarre! Gepow. Dead. Knapp. Kein one hit. Oh, wann hat es mich denn verbrannt? Ganz am Anfang, das war die erste Attacke. Glut hat ja schon sofort verbrannt. Blub. Ja, ich war ja früher regelmäßig, also wir sind jedes Jahr in den Pfingstferien an die Nordsee gefahren. Okay. Auf welcher Insel warst du so? Die einzige Insel, auf der ich war tatsächlich Amrum. Das ist die richtige Entscheidung. Also wir waren auf der einen oder anderen Hallig. Mhm. Aber Insel tatsächlich, ich glaube. Nein, wie heißt diese eine Insel, auf der keine Autos fahren dürfen? Da gibt es eine Nordseeinsel, auf der sind Autos verboten. Okay. Ist auch. Da müsste man erstmal wirklich alle Inseln kennen. Ja, es ist total idyllisch und so, aber. Denn ich meine, es gibt ja dieses Inseldreieck. Das deutsche Bermuda-Dreieck. So, das ist gerade übrigens ein sehr schöner Effekt, wie Spaghetto ohne einmal getroffen zu werden das Nidoran aussehen. erst ein Nidoran männlich und jetzt ein Nidoran weiblich. Ich werde aber ein bisschen durchwechseln, um ausgeglichen die Erfahrung zu verteilen. Wie putzig.
Miraplas Sprite von hinten ist großartig. Ja, auf jeden Fall, dass das Dreieck besteht ja aus Amrum, Föhr und Sylt. Und da kann man meines Wissens nach auf allen drei Autos fahren. Ja, nee, es war auch eine kleinere Insel, ich weiß es nicht mehr. Okay. Oh, irgendwie macht Kraut tatsächlich nicht so viel Schaden. Komm, Vogel, mach du da was. Bitte. Los geht's, Vogelzähl. Nidoran schläft. Windstoß. Ja, aber dann kannst du mal erzählen, was du sonst. Was ich sonst für Erfahrungen mit Booten gesammelt habe. Nee, Erfahrungen mit Urlaub. Achso, mit Urlaub. Uff, also ich bin ja ein. Globetrotter, wie man so sagt. Ja, Globetrotter war ich auch. Nein, wir sind in Deutschland, das heißt Globetrotter. Ein Globus-Trotter. Ein Globus-Trottoir. Ich meine, ich habe ja ein Jahr lang Down Under verbracht. Und da habe ich auch einige Erfahrungen mit Booten gemacht. Mate. You what, mate? Ja, auf jeden Fall, da habe ich unter anderem in der Schule nämlich Segeln und Motorboot fahren gelernt. Was an und für sich schon ziemlich geil ist. Das wenn, ist schon ziemlich wenn, geil. Wenn man das von der Schule aus lernt. Und generell, ich war in der Küstenstadt. Das heißt, ich hatte da eben rege Erfahrungen mit der See und eben auch mit Bötchen. War auch auf einem größeren Segelboot unter anderem. Aber das ist ja für mich jetzt weniger Urlaub, was du da gemacht hast. Das war auch kein Urlaub, das war ein Austausch. Ja, ich bin auch zur Schule gegangen und so weiter. Aber ansonsten bin ich so ein begnadeter Junge gewesen, der immer in den Sommerferien auf diese Kirchenfreizeiten gegangen ist. Nice. Das Zelten oder? Auch Zelten gab es einmal. Das war tatsächlich immer recht cool, da war ich auch zwei oder dreimal von der Kirche aus halt. Ansonsten war ich mehr bei diesen Jugendfreizeiten, die eben in den Jugendherbergen und so weiter auch waren. Nee, das war ich nur einmal, als ich konfirmiert wurde. Okay. Ja, also ich war mit denen auch kreuz und quer in Europa unterwegs. Also ich war mit denen einmal in Frankreich. Ich war in den Niederlanden. Wie sagt man? Holland. Ja, das ist mir bewusst. Ja. Aber was sag irgendwas mal auf Holländisch. Ich spreche kein Wort, Käse. Oh Gott. Rama. Ich weiß nicht, ich glaube... Van Gogh? Ne, die Sache ist ja, Holländisch ist ja so eine Sprache, sie ist so eine Mixtur zwischen Englisch und Deutsch und das alles, wenn man dann noch besoffen ist. So klingt ungefähr Holländisch. Ja, es gibt auch viele Leute, die sagen, Holländisch ist so das lustige Deutsch. ich dachte, Switzerdütz wäre das lustige Deutsch. Nee, das ist das grausige Deutsch. Ja, gut. Davon kriegst du ja Kopfweh, wenn es jemand spricht, oder? Ja, aber die Sache ist, Switzerdütz ist halt wirklich so eine Sache. Da werden wir aber wieder bei der Sache, wir hatten es ja schon mal über Dialekte, ne? Stimmt. Ich weiß nicht, inwiefern das. Es ist eigentlich schon eine eigene Sprache, das ist eigentlich kein Dialekt, ja. Auf jeden Fall. Und dann war ich noch ein Jahr lang in Kroatien. Also nicht ein Jahr lang, sondern in einem Jahr war ich zwei Wochen lang in Kroatien. Mhm. Und das war auch die Zeltfreizeit, wo wir eben wirklich in Zelten gepennt haben. War ganz nice, denn Kroatien ist doch eine nette Gegend. Ja, ich war in der Zeltfreizeit. Waren wir da irgendwie groß an unterschiedlichen Orten? Also ich weiß, dass ich einmal in der Hauptstadt von der Türkei war. Also Istanbul. Nee, Mannheim. Nee. Mannheim. In Mannheim. Okay. Mannheim ist definitiv die Hauptstadt der Türkei. Hallo, ich hab dir doch mein Ticket schon gezeigt. Kannst du dir mein Gesicht nicht merken, Depp? Was hier für Leute anstellen. Was für einmal Leute? Einmal war ich auf jeden Fall in Mannheim. Und das war voll cool, weil das war so ein Themenzelten quasi. Okay. Also einmal war das mit, hier war ich schon drin. Ja. Einmal war das Thema Ritter. Da war dann so eine riesige Ritterburg aufgebaut. Das war voll cool. Und einmal waren es Piraten. Ja, Piraten ist immer nice. Piraten ist immer cool. Ich bin jetzt auch voll gehypt, weil Sea of Thieves jetzt so ein großes Update kriegt, ne? Dass das Sea of Thieves endlich gut wird. Ja. Es ist nicht schlecht, aber es wird halt schnell repetitiv, ne? Ja, das ist aber bei einigen Spielen so. Ja.
Ding kriegt ja auch No Man's Sky, kriegt ein fettes Update mit Multiplayer und so. Jetzt kriegen sie doch endlich Multiplayer. Ja, ich meine, No Man's Sky war ja so eine Sache, zu Beginn war es furchtbar und die haben es dann... Die haben sich dahinter gehalten, die haben auf die Kritik gehört, die haben sich selbst in den Arsch getreten, haben gesagt, wir werfen das Spiel jetzt nicht einfach weg, weil es nicht gut läuft, sondern wir machen da draus noch ein gutes Spiel. Die haben es ja konstant über das Jahr permanent weiterhin verbessert. Ja, und ich finde, das ist auch der richtige Weg. So sollte... That way. Ja. TM8! Yay! Woo! Was ist TM8? Ich weiß es nicht. Was ist Leben? What is love? Baby, don't hurt me. TM8. Body Slam. Mann, nee. Heb ich mir noch auf. Body Slam ist irgendwie für... Tackle ist irgendwie... Body Slam ist wie Tackle, nur für Wackos. Nein, Body Slam ist der Tackle für Metalheads. Nein, denn Tackle ist härter als Body Slam. Body Slam ist, dass du einfach nur in jemanden dich reinwirfst. Ja, aber Tackle hat eine Stärke von 35 und Body Slam, glaube ich, von 60. Ja, ich weiß, aber Body Slam ist, dass du einfach nur in jemanden reinwirfst. Tackle ist, dass du den auch noch mit dir zu Boden reißt. Ja, wir spielen hier gerade kein Rugby. Na und? Wir spielen hier gerade kein Rugby. Na und? Weichei. Selber Weichei. One we one me. It hurts! Ich spüre meinen Arm nicht mehr. Ich glaube, er ist gebrochen. Mein Pokémon Marullo ist super stark. Mit seiner Stärke kann er sogar Fels bewegen. Aber kann er tackeln? But can he do this? But can he do this? Das Niveau, bei dem wir wieder angekommen sind. Ich mache das alles nur für die Klicks. Like if you like. Like if you kriege, aber Tim. This is so sad. Can we get 5000 likes? Bei 10.000 Likes blende ich in der nächsten Folge ein Bild von einem traurigen Hundebaby ein. Stell dir mal vor, du würdest wirklich... Nein, der letzte Angriff ist daneben gegangen, sonst wird es auch ein... Oh no. Aber stell dir mal wirklich vor, wir würden so eine Episode aufnehmen mit Pokémon. Einfach jedes Pokémon-Sprite, jedes Bild einfach durch das Gesicht von einem traurigen Hund ersetzen. Das wäre bestimmt die traurigste Pokémon-Folge auf YouTube. Aber es wäre auch scheiße aufwendig. Oder wobei, eigentlich geht das ja, denn die Figuren sind ja eigentlich immer statisch. Ja, du müsstest nichts animieren. Ja. Abgesehen eben von ab und zu ein bisschen hin und her schieben. Ja. Ja, nee, das musst du ja nicht. Stimmt, das musst du eigentlich. Ich werde es sicher auch nicht transparent machen. Ich werde doch den Hintergrund da nicht rausnehmen. Das ist doch viel zu viel Arbeit. Hallo, ich bin YouTuber. Kein Movie Director. What am I, Michael Bay? Dafür haben wir hier nicht genug Explosionen drin. Explosion! Explosion! Naja, im Hintergrund ist ein bisschen Feuer im Layout. Ja, ist schon mal ein guter Anfang. Das ist Michael Bay genug. da gab's auch mal so eine lustige Sache. Warum macht Kraut keinen Schaden? Wer kam auf die Idee, es zu fangen? Zwante. Darius. Ich glaube, das warst du. Ich glaube, das war eine einvernehmliche Geschichte. Ich glaube, du hast gefragt, sollen wir es fangen? Und ich habe, wieso nicht gesagt. Aber es ist so kacke. Na und, du musst jetzt einfach warten, bis es Sonntag und Solarstrahl kann. Guck mal, selbst der Crit macht keinen Schaden. Crit. Das hat doch gerade eben schon gecrittet. Das Gute ist, dass Tentacha ist ähnlich effektiv. Das ist absolut richtig, aber Tentacha ist auch ein Ranz-Pokémon. Alle Pokémons, gegen die wir kämpfen, sind Ranz-Pokémons. Ich kann mich daran erinnern, vorher gegen ein Fukano gekämpft zu haben und Fukano ist verdammt cool. Ja, gut. Oh, ich hätte gern einen Akani.
Und wir können uns eins fangen, weil wir nicht mit Glumanda gestartet haben und deswegen kein Feuer-Pokémon im Team haben. Das ist doch schon mal gut. Dann müssen wir uns nur noch... natürlich. Wie muss man ein Feuer-Pokémon nennen? Wenn wir ja unser Theme beibehalten wollen. Gasgrill. Nein, Chili. Weil es ein Spicy Boy ist. Oh, Kraut entwickelt sich. Vielleicht wird es ja jetzt nützlich. Kraut wurde Duflor. Yay. Generation Blubella? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Du weißt, wir sehen, Leute lieben es zu kämpfen. Ja, deswegen gibt's Piraten. Ja, das Lustige war, eine Unterrichtseinheit in Australien war unter anderem auch, dass Piraterie? Ja. Nein, keine Piraterie. Aber wir mussten... Wie, keine Piraterie? Was war das für eine Schule? Wir mussten einmal so eine Filmkritik schreiben in Englisch. Und dazu haben wir den Film The Island von Michael Bay gesehen. Und einige Klassenkameraden waren überrascht, dass ich dem nur 2,5 von 5 Punkten gegeben habe. Aber ich mag halt keine Michael Bay Filme. Die sind mir meistens einfach zu over the top. So du hast dem Film eine schlechte Kritik gegeben, nur weil er von Michael Bay ist? Nicht nur, weil er nur von Michael Bay ist. Ich bin ganz schön voreingenommen von dir. Ich habe, glaube ich, erst danach bemerkt, dass er von Michael Bay ist. Merkt man noch während des Films. Wenn alles explodiert, ist es von Michael Bay. Ich hab das dann gemerkt. Nee, auf jeden Fall. Ich meine, die Hauptcharaktere waren ganz gut, denn die Hauptcharaktere waren Michael Fassbender und Scarlett Johansson. Und Michael Bay. Ja, Michael Bay hat natürlich nicht mitgespielt. Michael Bay steht nur im Hintergrund und ist sexistisch. Ja, auf jeden Fall. Der Plot war eigentlich ganz nett. Es ging so darum, dass es so eine Zukunftsgeschichte und angeblich leben so die Leute auf so einer Laborinsel in so einer postapokalyptischen Szenario und man hat halt täglich so die Chance in so einem Lotto mitzuspielen und gewinnt dann vielleicht eine Reise auf die Insel und die Insel ist so gesehen eben das Paradies. Und dann irgendwann findet eben der eine heraus, dass es eine Lüge ist, dass die Insel gar nicht existiert und dass alle Leute, die in der Facility wohnen, in Wirklichkeit Klone sind für reiche Leute und die Klone sind eben so eine Art Versicherung für die reichen Leute. Und immer wenn sie dann krank werden und zum Beispiel ein Lebertransplantat brauchen und so weiter, wird eben der Klon geschlachtet und die Organe eben als... Ist aber schön, wie du jedem Menschen, der den Film noch sehen wollte und sich dieses Let's Play anguckt, schön den Film gespoilert hast. Der Film ist alt genug, okay? Wir wissen alle, wenn der Film alt genug ist, darf man ihn spoilern. Ja, und Darth Vader ist Lukes Vater. Was? Was? Das wusste ich noch nicht. Außerdem stirbt Luke in Infinity War. Vader, I don't feel so good. War das jetzt irgendwie asozial? Glaube nicht. Nö, das war nicht asozial. Nö, Film ist lang genug draußen. Ja, Film ist lang genug draußen. Ah, da gibt's ja auch dieses schöne Meme, das eine Zeit lang da war. These spoilers are so dope. Und dann sieht man eben erstmal Autospoiler. Und dann eben zwischendrin so die Info, Batman dies in Infinity War. Nächste Folge. Ja, nächste Folge. Da werdet ihr mehr dazu erfahren. Auf jeden Fall. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, Däumchen. Und like if you like, wenn wir über... Oh, da ist die Musik weg. Whoops. Ups, also wenn wir über 4 Likes bekommen, dann wird die nächste über Folge... Über 5. Okay, über 5, mehr als 5 Likes bekommt. Dann werden in der nächsten Folge alle Pokémons mit traurigen Hundebildern ersetzt. Nein, werden sie nicht, auch nicht bei 2000 Likes. Sondern bei 5000 Likes. Auch dann nicht, tschüss.